Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Mind Colonies Let's Play TMTMC. Und habe es jetzt richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall das Modpack da mit den verschiedenen Erzen und so. Und im letzten Part haben wir ja diese Wüstenstadt auch angeschaut, die ich ein bisschen begonnen habe. Für mich selber eigentlich, aber ich will euch ein bisschen zeigen. Und ja, die sieht jetzt auch schon wieder ein bisschen anders aus. Aber es reicht doch nicht, das wieder zu zeigen, weil es nur 3 oder 4 Gebäude sind, die geupgradet wurden. Und die Schreinerei, die habe ich auch noch gemacht. Und hier, ja, macht er auch wieder ein tiefes Gebäude. Also es ist sehr schwer mit diesem einen Inka-Baustil da alles gut abzumessen, weil man einfach nicht weiß, wie die Gebäude aussehen. Aber die tue ich alle nach oben setzen, sobald sie dann geupgradet werden sollen. Und einfach im nächsten Part, dann, der dann ist, habe ich dann. Gut, wir haben ja hier noch ein paar Gebäude gemacht. Und eines ist, glaube ich, das Restaurant. Ich weiß nicht, es muss ein Restaurant und eine Taverne hin. Also ich dachte, das Restaurant wäre die Taverne oder so. Das ist die Schäferhütte hier. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie und wo. Auf jeden Fall müssen wir dann testen. Und hier das Restaurant. Sieht aus wie eine Wohnstätte, genau. Genau, es ist noch ein Gebäude hier. Und das. Ah, es ist das daneben. Ja. Hier ist ein Bauernhof. Das ist. Hey. Hier ist eine Schäferhütte und hier ist eine Schäferhütte. Das habe ich das letzte Mal irgendwie gemacht. Okay, ich habe 2 Schäferhütten platziert. Ja, dann muss die andere muss weg. So, da haben wir einen Fehler gemacht. Ich habe das falsche wahrscheinlich platziert oder so. Keine Ahnung. Aber eben so eine Schäferhütte ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Weil es eigentlich nur Wolle gibt. Ich brauche also noch einen Kuhhof oder so. Ja, auf jeden Fall einen Kuhhof. So. Eben mit diesem Bautool, es funktioniert einfach nicht gut genug. Dass ich das einfach easy machen könnte. Jetzt ist es auf die falsche Seite. Hm? Machen das lieber manuell und nicht so nah dran, diese Seite. Und für hier, ja, seht ihr die falsche Seite. Oh. Mann, das Platzieren immer, denn die gibt es irgendwie Probleme. Okay, noch eins nach rechts. So, machen wir das zuerst. Und dann muss ich echt schauen. Okay, nochmals eins nach rechts. So, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist sehr gut. Da können wir einen Dreierweg dann machen. Und hier müssen wir dann einfach eben das oben haben, damit wir dann einen Weg machen können. Also, werden wir mal kurz schlafen. Also, das Wichtigste ist eigentlich, ja, dann noch das Restaurant. Ja. Genau. Und die Taverne, die ist auch sehr wichtig. So. Also, dann haben wir, denke ich mal, hier drüben die Taverne, die ist dann so offen auf dem Meer eigentlich so. Ja, das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut so. Aber ein bisschen weiter. Irgendwie in die Richtung. So vielleicht. Jo. 2, 3, 2, 3. Mindestens noch einen hier in die Richtung. Und hier drüben noch mehr. In die Richtung.
Sollte eigentlich gut jetzt gehen. Sieht man das auch hier? Zwei. Also noch eine in die Richtung. Ja. Das ist gut. Und genau daneben machen wir doch da mal so ungefähr. Ja, das ist sehr gut. Ist aber eins zu wenig. Und hier ist die Dinge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Also, dann machen wir doch mal. Nein, nicht das Bautool. Mein Gott. Ist das die Taverne? Nein, das ist nicht die Taverne. Ist das schwer, ey. Das Restaurant. Meine Güte, die hätte das viel anders machen können. Viel besser. Ja, ich finde die. Das Restaurant nicht mehr. So. Und zwar, war das ungefähr hier. So, 3. Das ist wieder eins zu wenig. Ach Gottchen, ich sehe das nicht. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3. Das ist ein bisschen zu viel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, okay. Machen wir das so. Wir machen ein bisschen breitere Wege. Ja, die Stadt sieht schon ein bisschen besser aus, wenn es ein bisschen größere. Ja, da können wir Parkanlagen bauen und so weiter. Und er baut immer noch tief. Es ist unglaublich, wie hoch diese Teile gespawnt werden müssen. Also wir werden sicher dann dort beim Restaurant und beim Ding, die zu tief haben, viel zu tief haben, auch unter Wasser. Es ist unglaublich, wie nervig das gebaut wurde. Naja. Weißt du, wenn du etwas platzieren musst, dann musst du doch das ebenerdig platzieren. Das geht mir so auf den Keks, dass das dann einfach runtergegraben wird, ständig. Weil das scheinbar vom Entwickler her so weit oben sein muss und so weiter. Das ist das Problem. Und wo geht's hier rein? Da hinten. Aha, bist aber schon weit. Ja, bitte nicht mehr erwähnen. Du gehst auf den Keks. So. Jo. Gut. Jo. So, bist du bald fertig? Brauchst du bald wieder Werkzeug? Is there a problem? Könntest schon ein, zwei Werkzeuge haben, ja? So. Gut. Und ja, ich möchte ja eigentlich schon mal ein bisschen dekorieren, aber ich habe Angst, dass das die Gebäude wieder halt anders verteilt werden, anders platziert werden und so. Dass es einfach schlecht läuft. Weil man ja die Richtung wieder nicht weiß. Also von hier sieht es so aus, als würde es eigentlich von hier gemacht worden sein, aber ich habe es, glaube ich, von hier gemacht. Also sie werden auch nicht richtig platziert in die richtige Richtung. Ja. Sieht halt einfach vom Spiel halt nicht so gut aus. Aber ich finde irgendwie, es macht schon irgendwie ein bisschen Style, wenn sie weit unten sind. Also so langsam gewöhne ich mich irgendwie dran und mag's irgendwie auch. Aber es ist schon schlimm genug, dass es halt einfach so ist. Jo, und sonst gehen wir einfach zum nächsten. Oder wir benutzen jetzt wirklich das Bathing-Tool, auch wenn es eben sehr kompliziert und nervig ist, ab jetzt. Also, dass wir das einfach auch wieder zumachen, dann mit WordEdit. Und dann einfach mit dem Bathing-Tool nochmal besser benutzen. Aber man hat ja immer schlechte Sicht, oder? Das ist eigentlich beides nicht so tolle. Genau, hier habe ich noch das Eis kaputt gemacht, stimmt. Ja, danke schön. Jo, und ja, für die, die jetzt gerade zuhören, ich habe nochmals ein neues Modpack gefunden.
Aber ich möchte natürlich schon genug Folgen machen, auch für dieses Projekt noch. Zu viele ist ja nicht gut, aber es gibt wirklich tolle Modpacks für 1.204 schon oder 1.202 noch. Und die möchte ich halt schon irgendwie gerne mal dann irgendwie mal holen und spielen. Aber es ist nicht so viel Content, also es ist eher ein Vanilla-Modpack mit ein paar neuen Biomen und so. Aber ich sage jetzt noch nicht den Namen, weil ja, sonst ist ja die Überraschung auch ein bisschen weg. Und ja, es hat keinen Mine-Kolonist drin. Was gibt es da noch? So. Ich weiß nicht, ob ich hier die zwei Bäume auch wegmachen soll. Ich mach sie weg. Weil Laub, das schlecht liegt, ist ja nicht immer gut. So, also dann machen wir doch mal ein paar Bäume wieder ein bisschen weiter weg. Ich will jetzt einfach mal ein paar mehr wieder machen, wenn wir sozusagen fertig sind. So. Und hier auch noch. Und da ist ja sowieso der. Ah ja, da kann ich ja eigentlich andere Bäume nehmen, stimmt. Ich will einfach ein paar andere Bäume nehmen. So, weiß nicht, wo die sind. So, nein, nicht die. Jo. Ja, plätzemäßig wäre am besten die. Dann mal Dschungel. Hier auch mal Ding. Und hier ganz am Meer irgendwo. Oder ja, Fluss. Genau so. Dann haben wir noch nicht Akazien-Setzling. Und Schwarz-Ein-Setzling haben wir auch nicht. Machen wir dafür den Baum jetzt wieder weg. So. Gut, dann kann hier auch wieder Eisen stehen. Ja, machen wir den auch weg, weil sonst werden zu viel von diesem gefällt. So. Und der ist ja da auch zu sehr zusammen. Das, ja, sieht schon schön aus, aber ist nicht so angenehm. Bis schauen. So. Einzelne Bäume sind schöner. Gut. Ja, es ist ein bisschen zu viel hier. Jo, also dann haben wir die. Dann kann der Holzfäller schön hier alle Bäume, die so Standard sind. So immer noch tiefer. Ja, ist halt nicht so toll, ne? Ist halt ein schlechtes. Komm. Oh, was eine harte Flaschendeckel-Ding. Boah, ich hab so viel Durst heute. Wahrscheinlich wegen der Hitze. So, jo. Wir könnten noch ein paar Kräuter irgendwo hinstellen, aber ja. Weiß nicht wo. Also Brombeere wäre cool. Johannisbeere wäre auch gut. Holunder, genau. Ein bisschen Honig. Melonen, genau. So. Einfach schön random. Zum Beispiel hier den ersten. Wir daneben die zweiten. Die gehen nicht. So gehen die jetzt hier nicht. Wo kann man denn die sonst? Vielleicht gibt es da noch Samen dazu. So, deshalb gehen sie. Gut, und hier die dritten. Dann haben wir ja zum Beispiel die vierten und die fünften mache ich mal hier. So.
Okay. Ist Nacht. Gut, dann machen wir mal schlafen. Wir tun mal schlafen, damit die weiterarbeiten müssen. Aber irgendwie werden die halt nicht erholsam. Also die sind leider so, dass sie eine innere Ruhe haben und wenn man schläft, dann tut man sozusagen, ja, nicht gut. Also tun die nicht, also man tut sie bespringen und deshalb ruhen sie sich nicht aus. Ja, sieht gut aus. So, Holz, wegen Bauarbeiter. Ja, machen Sie mal vorwärts. Genau. Das ist ein Pferd, eine Stute. Dann möchte ich mal einen Esel noch haben. Okay, es sind zwei Spawner. Pferd. Es sind auch zwei. Okay, aber nicht hier, sondern hier oben. Okay, eine Eselstute. Und auch eine Eselstute. Und hier ist auch eine Stute. Ja, es werden beides. Also ich möchte euch mal gerne vervielfältigen. So, das geht, glaube ich, mit denen. Und zwar die zwei. Die braunen. Die da. Vielfältigen. Muss man die zuerst zähmen oder was? Das geht direkt im Kreativmodus, wusste ich gar nicht. Hallo, du, nicht nerven. Wieso gehst du nicht? Hallo, bück dich. Hopp, hopp, ich will dich performen. Also, ich möchte gerne Karotten nehmen. Ja, die gehen jetzt. Und die zwei? Ihr müsst euch doch begatten. Hopp, vorwärts. Ich brauche doch einen. Oh, der Mod macht alles zunichte. Ja, wie heißt der Realistic Horse Genetik? Ja, wunderbar, hat ja viele Items. Ja, und wie kann man jetzt? Wenn man es ja nicht checkt. Hey, hallo. Nein, nicht da oben. Wenn ich da unten klicke. Ah, hau ab. So. Ja, das gibt's nicht. Aha. Et real. Ein Netherite Rosshornisch. Okay. Fertilisieren, okay. Okay, ein Maultier-Spawn-Ei gibt es noch. Und das ist das. Das hat eine andere Farbe. Ah, das hier. So. Okay, wir haben eine Maultier, aber. Naja, es ist jetzt auch nichts Besonderes. Sieht nicht so besonders aus. Und ein bisschen anders, aber. Und dann kann man ja Kisten draufpacken. So, das geht wieder weniger gut. So, jetzt. Also, ich möchte gerne einen Sattel haben. Sattel und Kisten. Satt. Kiste zu. So. Mit
möchte gerne einen Sattel, ich möchte gerne Kisten, ja, genau. So. Ui, jetzt macht es mehr Spaß, dem zuzuschauen. Oh, ich darf nicht hier kaputt machen. Na, wie lange geht's noch? Sieht doch geil aus. Ja, machst du noch eine Tiefe? Geil. Kann ich da auf der Seite irgendwie... So. Gut. Habe ich ein Bild. Ja, hier sieht man überhaupt nichts von der Seite. Das ist ein schnelles Maultier. Ja, und schön. Hä, ist das nicht ein Okapi? Sieht aus wie ein Okapi. Zum Verzeichnen. Cool. Ich habe einen Okapi. Meine Güte, jetzt macht er noch eins tiefer. Ey. Und flippt bald aus. Was will der machen? Die Minion von Moria? Ich wollte nur einen Holzfäller haben, eine Forsthütte. Aber nö. Voll doof. Da komme ich gleich mal ein bisschen Heißhunger. Der will einfach nur arbeiten, immer noch buddeln und abbauen von Steinen. Immer schön meinen. Und die anderen Bewohner wollen schon lange ein Haus und arbeiten. Ei, der Baumeister. Ist nicht gerade schnell. Und geht's dir gut? Rodrigo, geht's dir gut? Dede. Stürme ich das Rathaus um die Kerle herum. Sage, ey, der Bauarbeiter, der war auch viel zu lange. So, wir müssten eigentlich das Wohnhaus dann direkt ausbauen, damit mehr Leute reinkommen. Pro Ausbaustufe ein Mensch, das ist viel zu wenig. Wir könnten gleich mal mit Abbaustufe 2 schon ein Hochhaus machen. Und Baustufe 3 ist dann ein Wolkenkratzer. Ja. Andere Let's Player haben sicher alles mal gekappt, abgekürzt, oder? Aber ich zeige natürlich gerne alles, nur eben, ich muss ja auch noch etwas machen können. Jetzt ist es schon ein bisschen wirklich sehr lange. Naja, es ist halt ein Mod, der wirklich lange braucht. Aber bei mir könnt ihr gelegentlich zuschauen, wenn es euch halt gerade interessiert. Ihr verpasst da zwar auch ein paar Sachen natürlich, aber... Geht ja nicht anders. So, hier ist die Brombeer. Also wir hatten manchmal so 5, 6 Meter hohe Sträucher, aber hier so, weiß nicht, Fuß hoch. Ist natürlich nicht so groß. Ah, Honigmelonen. Die passen zwar nicht hier hin, die sind tropisch, denke ich mal, aber ja. Ja, die Pferde verpieseln sich langsam wieder. Erdbeer, okay. Oh, hier kann man gut aufs Haus. Und auf die Tannen. Ah, der Dschungelbaum ist auch gewachsen, sehr gut. Jo. Ich glaube, ich lasse das Maultier mal hier oben irgendwo. So. John Mool. Der heißt John Mool. Aber cool, dass man da alles sieht jetzt. Wow. Na? Ich glaube, ich beschleunige jetzt zu langsam. Auch wenn er hier etwas nicht abbauen muss, er kann ja das wieder reparieren sozusagen, aber solche. Ich tue ihm das einmal beschleunigen. So, fertig. Und jetzt hörst du auf, noch tiefer zu graben, hey. Ja, geh endlich hoch.
Du Moch, du. Gut, jetzt braucht er sicher irgendwas noch. Fichtenstamm braucht er noch. Okay. Hast du gekriegt? Also jetzt gehst du aber wieder an die Arbeit, du Faulenzerin. Machst immer alles viel zu lange. Ja, ist gut. Ja. Ist nicht mehr erwähnen. Also das brauchst du nicht. Ich sehe gar nicht, was du brauchst. Steinäxte brauchst du nicht. Ganz auf die Sticks brauchst du auch nicht. Du Horter, du. Also, wunderbar. Da ist jemand runtergefahren. Ui. Die Frau war schuld, die hat ihn geschubst. Die tun schnell wieder das Leben generieren. Aber, und sie bekommen auch nicht so viel Schaden, eben so ein halbes Herz oder 1,5 Herzen, je nach Höhe. Und da hat hier neongrünes Gravel. Was ich natürlich auch noch machen kann, ist ein Survival-Let's Play von diesem Objekt. Aber ja, wenn wir jetzt schon so mega Probleme haben mit diesem Mod, dann ist es natürlich umso schwieriger, dann eine Stadt machen zu können. Dann wäre eigentlich Baumhausen das erste Ziel wahrscheinlich, weil es nach oben geht und nicht nach unten wie hier bei diesem blöden Inka-Baustil. Ja, sieht schon gut aus und so, aber es hat heftigst schlecht optimiert und so. Und das Japan auch wieder hier oder so, aber ja, was soll ich sagen? Ich möchte nicht noch mehr aufgehalten werden. Also es ist. Jetzt hat er wieder so viele Modpacks und alles, wo ich noch austesten möchte. Wir könnten ja mal in der nächsten Folge ein bisschen anfangen mit Survival, ab und zu mal ein bisschen Kreativmod zeigen und so. Bitte nicht mehr wählen, das ist ja katastrophal. Zu viel Bruchstein hat er jetzt hier drin. So. Mach mal vorwärts. Oh, jetzt hat er den Stein oder so nicht mehr, stimmt. Ja, er braucht ein Ding. Ja gut, zeig's mir nochmals, was du brauchst. Ja, die grobe Erde. Dann machen wir mit der groben Erde weiter, bitte. Oder ich zeige einfach hier mehr Pausen, oder? Weil ich ja alles mega muss noch umbauen. Aber es ist schon ziemlich aufwendig halt. Also es ist für mich vor allem, der noch viel anders machen muss zwischen den Parts. Doch schwierig, oder? Ja, ich behalte jetzt noch das so ein bisschen aktiv und wir machen einfach mal dieses Baumhausen Bio Ding Baustil. Und vielleicht mal noch ein normaleres. Vielleicht auch eins, wo schwieriger ist dann noch mit den Materialien. Ein, zwei. Und sonst schreibt einfach in die Kommentare, was ihr genau wollt. Und hier mache ich dann einfach. Genau, jetzt ist es endlich fertig. Okay, genau in einem Part ein Haus gebaut. Dankeschön, dass du das nicht schneller machen konntest. So, jetzt müssen wir unbedingt eigentlich ja die Rinderfarm machen. Deshalb Bauoption, Gebäude errichten. So, und dann machen wir das Restaurant. Etwas dazwischen, ein Fleisch oder so gibt es ja nicht, oder? Also hier unten irgendwie nicht.
Nein, es gibt kein Fleisch. Keinen Metzger, keinen Fleischer, nix ist da. Auch kein Zwischenlager müssen wir machen. Eine mystische Stätte möchte ich unbedingt eine. Eine Plantage möchte ich dann auch noch machen, aber entweder nicht in dieser Stadt. Also es ist halt wieder mit dem Eis, halt, mit dem Schnee blöd. Jo, ja, einfach das Wichtigste in dieser Stadt machen und es nervt mich jetzt schon ein bisschen herum. Okay, hier ist zusammen. Hier ist genau zusammen, okay. Reicht doch, oder? So, ah ja, genau, du brauchst wieder Hilfe. Du armer Schlucker, du. Ja, das werde ich während dem, ja, Ding machen. Oder wir wechseln jetzt schon rüber, aber es ist halt wirklich, ja, ziemlich halt gerade nervig, vor allem für mich. Dieser Mod da, ja, schneller einfach so zu machen. Ich möchte die Konzentration irgendwie so ein bisschen auch auf andere Sachen von diesem Mod wegleiten. Es sind ein paar coole Sachen drin. Jo. Und wir kommen immer wieder zurück und spielen ein bisschen das Modpack. Aber ja, in diesem Let's Play kommt halt nicht alles nur von diesem Mod zum Modpack. Gut, jo. Das macht eben Kreativmodus, das macht wirklich mit Abstand am wenigsten Spaß. Also ja, viel weniger Spaß als Survival natürlich. Und ja, es ist einfach mir ein bisschen zu viel, wenn ich nicht nebenbei noch ein bisschen irgendwie anders spielen kann, oder? Also nicht selber noch ein bisschen spielen kann im Survival. Macht einfach nicht so viel Spaß. Naja. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen und ja, am nächsten Part geht's dann los einfach mit Survival. Und dann immer wieder hin und her ein bisschen. So alle 3, 4 Folgen vielleicht einmal hier bauen und so. Oder wenn ihr mehr wollt, kann ich auch mehr machen natürlich. Und hier kreativ bauen. Jo. Bis dann, wird auch sehr schön aussehen dann am Schluss, denke ich mal. Tschüss.